Hi und herzlich willkommen zurück zu Ulvo, dem Minecraft-Bauprojekt und Rollenspielprojekt. Ich habe Sand aus dem Twilight Forest genommen und noch ein paar Leder gesammelt. Das weiß ich jetzt gar nicht, wo das ist. Ja, ich habe noch Bücher, genau. Wir haben noch Bücher gemacht. Das Leder muss eigentlich hier sein. Ich habe es irgendwie übersehen. Genau, hier. Okay, sehr gut. Damit können wir jetzt auch die Bücherregale machen. Dafür nehmen wir wieder Holz. Damit genügend. So. Und kann euch ja noch kurz die Brücken zeigen, was ich gemacht habe. Noch ein bisschen ein größeres Weizenfeld. Ja. So. Machen wir zuerst mal die Bücherregale, so, weil wir brauchen ja noch voll keine Übersicht noch. Ja, da oben haben wir aber ein bisschen Zuckerrohr, aber ich suche eigentlich das Papier. Ist ein bisschen schwerer als da oben. Okay, leider auch nicht so viel Zuckerrohr, Zuckerrohr, Zuckerrohr. Okay, sehr gut. Ich glaube, das reicht mal. Hallo, bleib so. Und 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ja, wir brauchen mehr, weil es sind nur Bücher. Machen wir mal so viel. Und ein bisschen besser aufteilen, bitte. Sehr gut. 10 Bücherregale. 11. Nochmals besser aufteilen. 12. Das reicht nicht, aber wir müssen nur noch 3 machen. 3, so. Ja, die Bretter reichen auch nicht. Ah, alles knapp. Es ist zu teuer, Mojang. Mach die Bücherregale mal ein bisschen weniger. Teuer für den Anfang. Einfach damit man schnell auch verzaubern kann in gut. Das ist Wahnsinn. Ist auch im Modpack noch länger geht, weil man andere Dinge noch erledigen muss. Aber gut. Naja. So, die Steine habe ich dann fürs Haus gemacht. Da können wir Stone Bricks noch draus machen. Wir haben 14 Dinge. Wir haben ja Obsidian gesammelt das letzte Mal. Und genau. Das Obsidian ist hier. Können wir gleich mal 4 rausnehmen. Nein, nicht zusammen machen. Wieso geht das automatisch manchmal zusammen? Das wird jetzt ein Doppelklick sein. Und da hätten wir noch Bücher gehabt. Okay. Egal. Ja, die Übersicht ist gar nicht gut in diesem Texture-Pack. Da muss man sich einfach noch ein bisschen länger dran gewöhnen, wie die verschiedenen Sachen aussehen. Jetzt habe ich doch kein Buch mitgenommen. Dann nehmen wir mal die 5. So, das haben wir auch geschafft. Sieht cool aus, asiatisch. Und ja, jetzt hätten wir alles. Jetzt müssen wir noch das Lapis Lazuli mitnehmen. Dann die Spitzhacke irgendwo raussuchen. Da ist sie. Und jetzt machen wir den Zaubertisch mal einfach an einem Ort, wo wir genügend Platz haben, nichts hinstellen wollen. Ja, zum Beispiel hier rechts neben der Treppe. Neben der Brücke, meine ich. So. Also. Jetzt sollte eigentlich 30 sein. Es ist 28.
Es muss 15, also sein. Oh, das habe ich schon längere Zeit nicht mehr machen müssen. Okay, gut. Wenn du schon so schnell nach rechts gehst, müssen wir mal kurz wieder hoch. Genau. Ich habe leider nichts hier zum Neugarten machen. Ja, brauchen wir auch nicht. Wir wollen vorwärts machen. Immer alles wieder rausnehmen. Gut. Also das letzte Bücherregal für einige Zeit. Schlimm. Dann können wir jetzt alles auch verzaubern mit Effizienz. Und 10 Steine ist etwas, was wir nicht brauchen. Okay, Effizienz ist drauf. Ich habe noch 35 Level. Dann direkt mal. Ja, gut. Nochmals eine verzaubern. Und dann ja wieder leveln. Aber eben, wir können ja im Zaubertisch die Sachen nicht überspringen. Wir müssen also so verzaubern. Nämlich auch wieder Verzauberung. Ist ja auch wieder Effizienzverzauberung, genau. Wird genau das gleiche wahrscheinlich sein. Hätten dann schon Effizienz 5. Es geht nicht anders. Aber es ist eine gute, sehr gute Spitzhacke. Okay, wunderbar. Ja, dann holen wir doch mal noch eine neue Kiste. Weil die Sachen brauche ich immer dort. So. Ja, weil da noch eine andere Verzauberung dafür ist, dieses Soulbond, können wir das nicht direkt zusammencraften. Die Spitzhacke gehört rein. Das Glas gehört jetzt verarbeitet in Glasflaschen. Danach noch Tintenbeutel rein. Da haben wir sie. Also zuerst mal Glasflaschen. So. Danach einfach reintun. Nein, zuerst Wasser rein. Aha. Gut. Stimmt, die Decken nicht? Ob die Decken, ja. Gut. So, dann haben wir Tintenampullen. Mal 7 Stück. Gleich mal noch kurz schlafen. So. Ja. Dann brauchen wir noch das Leder. Und Papier. So. Also dann schauen wir mal mit Ad Mist, was wir da alles machen müssen. Also die zwei, also der Schreibtisch mal, Feder und Glasflasche. Habe ich gerade, doch, ich habe eine Glasflasche. Also Feder. Da müssen wir auch mehr holen. Ah, hier haben wir noch Federn, genau. Und Holz. So. Einen Schreibtisch als erstes. Danach einen Tintenmischer. Dafür haben wir den Stein, die Glasflasche. Das weiß ich nicht mehr genau wie. Schauen wir nochmals kurz. Ah, unten noch ein. So. Und als nächstes kommt der Buchbinder. Da haben wir die Sachen auch schon direkt.
So, das sollte eigentlich alles sein. Brauchen wir irgendwas noch dazu? Außer die, ja, Verbindungsbücher, aber die muss man an einem der Tische craften. Also. Solche Sachen brauche ich jetzt gar nicht. Ja, eine Schaufel lasse ich. Und die tun wir jetzt mal hier oben hin stellen. So. Also ein Buchbinde brauchen wir sicher sofort. Tue da mal einzeln rein. Bei einem braucht man Leder und bei der anderen Ampullen. B1. Ja, genau, das Link-Panel brauchen wir noch. So machen wir gleich mehrere. Okay, dann brauchen wir die einzelnen nicht. Okay. Wir haben ein Weltenbuch, aber wir haben noch kein Linkingbuch. Deshalb müssen wir das irgendwie hier reintun. Genau weiß ich das nicht mehr. Also eine neue Ampulle sicher mal. Papier einfach. Ah, die muss man, glaube ich, einfach craften, oder? Ja, sagt mir doch bitte wie. Wenn wir einfach eine leere Seite reintun. Leder. Nein. Ja, ich möchte aber etwas bekommen. Ich weiß es nicht mehr genau. Ich habe es doch erst so, davor haben wir auch noch gemacht. So, und da geht noch nichts. Ich brauche dieses Buch, aber wenn das nicht steht, nicht. Nein. Ja, die Verzauberungen werden angezeigt. Man braucht irgendwie das Crafting Table und eigentlich müsste man hier daraus das Buch machen können. Leder noch. Ah, okay, Leder noch. Ja, dann haben wir es geschafft. So, dann machen wir noch kurz einen Buchständer. Dann haben wir das geschafft. Ich hoffe, eine super Welt kommt. Sonst weiß ich leider auch nicht, was machen. Ich muss das noch verlinken. So, dann können wir rein. Ich hoffe, es crasht nicht oder leckt sehr, wenn wir drin sind. Weil die Chunks werden ja alle geladen. Oh, wunderbar, eine Welt, wo wir Blöcke haben, die wir in der Nähe nicht haben. Das ist ja mal super. Aber die ganze Zeit auf Eis laufen, auf Packeis sogar. Ja. Also diese Teile könnte ich dann mal abfarmen, um ja, einfach diese farbigen Tonblöcke zu haben, Keramik. Gut, zum Jagen von Kühen und so ist super. Aber wir müssen noch mehr Welten machen, weil wir wollen ja auch ein bisschen Natur haben und so weiter. Aber zuerst einmal wäre es gut, wenn wir einfach
Mal schauen, ob Bücherregale, also Bibliotheken irgendwo sind. Ja, Lava im Eis, sehr schön. Da drüben ist eine. Sehr gut. Also dann schneller vorwärts, hopp. Da müssen wir am besten hüpfen, dann geht's schnell. Brauchen wir halt viel Essen. Aber sehr viele Lava sehen, also bei den hellen nicht zu nah dran. Ach, bei den dunklen nicht, okay. So, dann haben wir nämlich extra die beschrifteten Symbolseiten. Wir haben Bücherregale. Nimm die auch mal mit. Aber keine Kisten obendran. Nirgendwo hier drin auch nicht. Okay. Ja gut. Ah doch, hier ist eine Kiste. Sehr gut. Notizbücher sind wahrscheinlich, um diese Teile reinzutun. Genau, weiß ich das nicht. Sortierordner. Man kann sie nicht reintun. Doch, man kann sie reintun. Sehr gut. Wenn ich jetzt das rausnehme, habe ich nur noch eine. Mir fehlt aber eine. Ich habe zwei reingetan. Okay, lässt du mich nicht mehr rausholen? So. Okay, das reicht. Da oben könnte vielleicht eine Truhe noch sein. Nein. Dann gleich mal noch kurz ein Waypoint machen mit Bibliothek erkundet. Und als nächstes könnten wir noch kurz so ein kleiner Bogen laufen. Aber damit man die sehr gut sieht, die Bibliotheken, bringt es eigentlich auch nicht so weit wegzugehen. Ja, okay. Bringt's gar nicht. Ein toter Busch, der sehr flach ist. Okay. Okay, man sieht, es ist nichts hier. Könnte schon noch ein bisschen Action zeigen, gegen den Zombie kämpfen, aber es könnte halt sehr schwer dann werden, wenn so viele Zombies kommen. Es ist nichts hier drin, also dann gehen wir wieder zurück. Wir brauchen gerade ja kein Fleisch, nix. Gut. Ja, ist nichts. Hier ist auch nur ein Graben. Eine Höhle, die an der Oberfläche gespawnt wurde, aber. Du jetzt auch gerade nicht das Fleisch essen. Das ist ja nur Rennen, also. Wir sind gerade nicht im Kampf oder so. Wir müssen nicht regenerieren. So, also machen wir doch gerade mal kurz hier auch einen solchen Buchständer. Ja, hier kommt noch das Buch dazu. So, dann sind wir wieder zurück. Und es ist gleich wieder Nacht. Okay. Also die erste Welt, die könnten wir eventuell gebrauchen. Ich würde sie aber, denke ich mal, löschen, wenn ich jetzt gerade keine Bibliothek mehr finde oder so. Die sind halt auch relativ selten. Dass wir dann einfach wieder eine Welt 1 haben, die anders dann aussieht.
Das Buch muss ich in-game natürlich dann auch noch löschen und dann ein neues craften. Also, dann machen wir doch nochmals ein neues Linking-Buch. So. Können mal nochmals eine Truhe machen. Und in diese Truhe machen wir die Ordner. So. Aber ich brauche gerade nochmals das. Vielleicht gibt es ja eines der Wiesen, also Ebenen, Biome. Also es ist wirklich keins, das wir jetzt gerade grenzenlos, war Grasfarbe. Okay, dem nicht. Im anderen sind einfach nur Farben drin. Normalmond ist ja sehr nützlich. Nicht. Obelisken könnten vielleicht etwas sein, Biodiesel. Also nehmen die raus, machen wir wieder rein. Und jetzt muss ich da nochmals wissen, wie das war. Wir haben alle Tintenbeutel verbraucht, das jetzt momentan. Geht leider nichts. Glasflaschen haben wir wieder. Okay. Also die zweite Welt können wir jetzt gerade nicht machen. Wir müssen Tintenbeutel holen. Ja, was wollte ich noch sagen? Ja genau, ich habe die Chunk-Ding-Kurzwahl rausgefunden, also nachgeschaut. Und zwar ist es nämlich F3 und A. Ist Laden, F3 und G, genau. F3 und G. Und jetzt sieht man, der Hennes, der hat hier die Kühe, aber zum Teil nicht, deshalb habe ich hier noch ein Hansi hingetan. Der Hansi, der Bauer, der Hühner, Züchter. So. Und der hat einfach den Skin von Hans. Hansi hat keinen Skin. So, also. Ja, sonst haben wir gerade nichts zu tun. Wir könnten noch die Ziegel vorbereiten, weil ich das Leder sowieso hier brauche. Alles mal hier rein. Sind jetzt leere Glasflaschen? Mal schauen, ob das geht. Jetzt sind sie wieder leer. Vorher haben sie so einen schwarzen Stich gehabt. Das ist wegen der Truhe. Es ist nur wegen der Truhe, okay. Gut. Ja, ich brauche natürlich noch das Papier. Die Glasflaschen. Wie war das mit vollen? Gut. Ja, wir haben sonst zu wenig Tintenbeutel wieder. Da spawnen aber wieder neue. Sehr gut. Ja, da haben wir noch eine Pflanze mitgenommen. So. Ja, sonst sind eigentlich immer viele da. Das ist natürlich wieder typisch Let's Player Glück. Während der Aufnahme. Unglück. Oh, die sind aber groß gewachsen, die Lianen. Hier, die sind auch schon ganz gewachsen. Schön. Sehr schön. So, da seid ihr.
Okay, dann gehen wir jetzt noch kurz ins Nether am besten. Oder halt im nächsten Part. Ja. Im nächsten Part. Bin die Zeit schnell weg. Ich glaube das fast nicht, dass es eine 2 ist. Es ist 25 Minuten Länge. Okay, so schnell geht es vorbei mit der Aufnahme. So, wunderbar. Und da brauchen wir sowieso. Jetzt gerade wieder ein bisschen am Überlegen. Ja, natürlich. Nie so viel mit reintun. Ja, die werden sonst alle. Hey! Es werden die gleich wieder rausgenommen. Da stimmt was nicht. Muss die so machen? Ja, Baby, war ein Problem. Noch. Okay, jetzt geht's wenigstens. Ja, jetzt sind sie wieder zurück. Sieht es immer so spät. Okay, das mache ich dann außerhalb der Aufnahme. So. Dankeschön fürs Schauen. Im nächsten Part geht's hoffentlich wieder ein bisschen besser. Mistcraft ist halt recht kompliziert und nervig. Aber das kennen wir ja. Es wurde nie ein anderer Mod gemacht. Dimensionen sind dann immer sehr einfach gemacht. Dass dann niemand auf die Idee gekommen ist, dass einfach eine ganz normale Welt nochmals generiert wird in einer anderen Dimension. Nee, hat niemand gemacht. Multiverse ist das Einzige. Ah. Ja, Mistköft. Na gut, also dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.